Ehrwürdige Königin des Himmels, höchste Herrin der Engel, die du von Anbeginn von Gott die Macht und die Sendung erhalten hast, den Kopf des Satans zu zertreten. Wir bitten dich demütig, sende deine heiligen Legionen, damit sie unter deinem Befehle und durch deine Macht die höllischen Geister verfolgen, überall bekämpfen, ihre Verwegenheit zuschande machen und sie in den Abgrund zurückstoßen. Wer ist wie Gott? Heilige Engel und Erzengel, verteidigt uns, beschützt uns. O gute und zärtliche Mutter, du wirst immer unsere Liebe und unsere Hoffnung bleiben. Erhabenste Gottesmutter, schicke dein unüberwindliches Kriegsheer auch in den Kampf gegen die Sendlinge der Hölle unter den Menschen. Zerstöre die Pläne der Gottlosen und beschäme alle, die Übles wollen. Erwirke ihnen die Gnade der Einsicht und der Bekehrung, auf dass sie dem dreieinigen Gott und dir die Ehre geben. Verhilf überall der Wahrheit und dem Rechte zum Siege. Mächtige Schutzfrau, durch deine flammenden Geister behüte ferner auf der ganzen Erde deine Heiligtümer und Gnadenstätten. Bewache durch sie die Gotteshäuser, alle heiligen Orte, Gegenstände und Personen, namentlich das allerheiligste Altarsakrament. Verhindere, dass sie verunehrt, entweiht, beraubt, zerstört oder geschändet werden. Verhindere es, unsere liebe Frau. Himmlische Mutter, beschütze endlich auch unser Eigentum, unsere Wohnungen, Familien und unser Vaterland, vor allen Nachstellungen der sichtbaren und unsichtbaren Feinde. Lass deine heiligen Engel darin walten und Ergebung, Frieden und die Freude des Heiligen Geistes in ihnen herrschen. Amen. Das heilige Kreuz sei mein Licht, der Drache sei mein Führer nicht. Weiche zurück, Satan. Verführe mich nicht mit deinen eitlen Dingen. Was du mir anbietest, ist nur Böses. Trink selber dein Gift.